Hier ist Breaking News Saarland, Ed Saarland und Saarland Fernsehen 1, der Finanzminister Peter Strobel. Hallo Herr Strobel. Hallo, grüß Sie, Herr Herzog. Leute haben Angst so ein bisschen, ja. Das heißt, es geht um, dass man das 10-fache, 20-fache, 30-fache zahlen soll, wenn man der Bild-Zeitung Glauben schenken mag, ja. Es wird am Schluss dann doch ein bisschen anders kommen. Also es ist zu früh, um Berechnungen anzustellen, weil noch nicht ganz klar ist, wie wird denn das zukünftige Modell aussehen. Wir werden einbringen, dass für die saarländischen Kommunen am Ende nicht weniger rauskommen soll an Einnahmen. Die Verteilung wird sich ein bisschen ändern. Es wird welche geben, die zahlen mehr, es wird welche geben, die zahlen weniger. Aber ich glaube, das wird in einem vertretbaren Rahmen stattfinden. Ist das sicher? Sicher ist es nicht. Wir müssen abwarten, wie die Berechnungsmodelle zukünftig aussehen werden. Aber natürlich wird man auch da aufpassen, dass keiner überfordert wird. Wenn Sie mal so liebsten mal kurz das alte Modell mal kurz erklären und das neue, was jetzt gefordert wird und warum sich das jetzt ändern muss. Also die Frage, warum die Verfassungsmäßigkeit nicht gegeben war, weil der Gleichheitsgrundsatz verletzt ist. Deswegen muss ein neues Modell her. Man ist früher von dem Einheitswertmodell ausgegangen. Jetzt wird es ein gemischtes Modell geben, wo der Grundstückswert und der Gebäudewert veranschlagt werden. Und dadurch soll die Sache halt gerechter werden. Leerstehende Grundstücke, das absolute Szenario, die sollen jetzt ganz stark besteuert werden. Der Fall 3, wird der kommen? Das kann man noch nicht sagen, auch das ist noch Verhandlungssache. Natürlich haben die Kommunen ein Interesse daran, dass leerstehende Grundstücke, die möglicherweise auch das ein oder andere Mal ein Schandfleck in der Kommune sind, bebaut werden können, beziehungsweise dann es eine gewisse Lenkungswirkung gibt. Aber darüber wird man noch reden müssen. Die Behörde, was hat die für Aufgabe in den nächsten Jahren? Das heißt, Sie haben ja eh genug zu tun, sage ich mal, im Finanzministerium. Ja, wir sind hier mitten im Finanzamt. Ich sag mal, es ist nicht gerade zu viel Personal da. Wie sieht denn das aus in Zukunft, wenn jetzt, wie viele Grundstücke müssen allein im Saarland jetzt neu begutachtet werden? Also wir haben im Saarland, wenn ich es richtig weiß, 85.000 Einheiten zu begutachten. Das ist eine Menge Zeug. Natürlich bedeutet das eine ganze Menge Aufwand für die Verwaltung. Wir haben dazu jetzt in Summe 6 Jahre Zeit. Das ist ambitioniert, aber wir wollen das natürlich anpacken. Wenn es jetzt nicht klappt, was geschieht dann? Wird man dann einen Weg finden? Ja, wir gehen davon aus, dass wir es hinkriegen und werden natürlich alles daran setzen. Wie schnell weiß man denn zum Beispiel bei den unbebauten Grundstücken, welches Modell jetzt letztendlich hinzukommt? Also wir haben jetzt diese Woche noch Finanzministerkonferenz. Dort wird möglicherweise schon mal darüber gesprochen, wie geht es weiter. Das wird aber die nächsten Wochen und Monate, werden die Modelle noch mal berechnet werden. Und dann wird man sich auf irgendein Modell einigen. Sind Sie selbst davon betroffen? Natürlich. Also ich glaube, jeder ist davon betroffen, weil es nicht nur Grundstücks- und Hauseigentümer betrifft, sondern auch Mieter, weil es umgelegt werden kann. Genau. Sie selbst sind auch Unternehmer. Wie sehen Sie denn das jetzt aus der Sicht, wenn jetzt zum Beispiel eine Wertsteigerung durch ein Gebäude kommt, die exorbitant ist, die dann auf die Mieter umgelegt wird? Ja? Ist das fair? Gut, das wird man zu bewerten haben, wenn man die Grundlagen kennt, wenn mal die ersten Berechnungen gemacht sind. Ich glaube, das ist Spekulation, wenn man jetzt schon darüber befinden will, ob die Regelungen gerecht sind oder ungerecht. Vielen Dank, Herr Strobel. Danke. Danke Ihnen.